Ja, hallo, mein Name ist Chris. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir, hier wieder im Bereich OpenOffice Calc. Was ich hier in diesem Tutorial zeigen möchte, ist, wie das mit dem S-Verweis funktioniert. Und ich habe deswegen auch ein sehr simples Beispiel genommen und auch die ganzen Formatierungen weitgehend weggelassen, damit das halt auch etwas übersichtlicher aussieht. Wir müssen uns vorstellen, wir haben jetzt gerade ein paar Teilnehmer gehabt, die einen Test geschrieben haben, und hier sind halt die entsprechenden Namen und hier die jeweiligen Punktzahlen, die der jeweilige Teilnehmer halt erreicht hat, und wir möchten jetzt hier die Zensur haben, die wir aus einer Matrix dann auslesen werden. Das funktioniert halt über die Funktion S-Verweis. Und wir nehmen mal als Beispiel Andrea mit ihren 70 Punkte. Die sollte dann zum Schluss bei erreichter Punktzahl von 70 eine 3 erhalten. Ich habe das jetzt hier so gelöst. Von 0 bis 39 Punkten gibt es halt eine 6. Ab 40 eine 5. Ab 60 Punkten eine 4 und so weiter. Wer ab 95 Punkte dann erreicht hat, der erhält eine 1. Wir gehen einfach jetzt hier in diese Zelle. Wir wollen ja bei Andrea sozusagen anfangen und wählen dann über diesen kleinen Button den Funktionsassistenten aus. Im Funktionsassistenten haben wir dann verschiedene Kategorien, und um nicht alle jetzt hier durchblättern zu müssen, also alle Funktionen, gehen wir hier bei Kategorie auf Tabelle und sehen dann auch schon hier unseren S-Verweis. Hier machen wir einen Doppelklick und kommen dann schon auf Suchkriterium. Das Suchkriterium ist ja die erreichte Punktzahl, also wählen wir hier einfach direkt diese Zelle aus. Also da links neben der Zensur, die wir jetzt haben wollten. Und als nächstes haben wir ein Eingabefeld mit Matrix. Klicken wir einfach rauf in das Eingabefeld und wählen hier unsere Matrix aus. Einfach mit der linken Maustaste gedrückt halten, dann hier rüberziehen und wieder loslassen. Und dann sehen wir auch schon hier unsere Matrix von E4 bis F9. Als Index wird der Bereich gewählt, den wir nachher auslesen lassen möchten. Und hier ist das so, das ist Index 1 und das ist Index 2. In der Computersprache ist es leider immer so, dass es mit 0 anfängt, dann wäre hier 0 und hier 1, aber bei OpenOffice ist das etwas anders geregelt, also müssen wir hier einfach nur eine 2 eintragen. Geben wir eine 2 ein und dann sehen wir schon als Ergebnis eine 3. Wir hatten ja gesagt, Andrea 70, 70, 3. Wenn wir jetzt OK klicken, dann haben wir halt hier unsere Zensur, so wie wir das haben wollten. Das Problem ist nur, wenn wir das jetzt hier nach unten kopieren würden, dann dürfen wir nicht vergessen, ich klicke hier mal zweimal rauf, dass es alles hier nur um relative Bezüge handelt. Das heißt, sobald ich das hier runter kopiere, verschiebt sich natürlich B4 auf B5, aber eben genauso unsere Matrix E4, F9 auch jeweils um eine Zeile runter. Dementsprechend müssen wir jetzt hier bei E4 bis F9, das können wir allerdings auch hier machen, das ist egal, aber wählt halt genau diesen Bereich aus. Drückt die Shift-Taste und F4 und dann sehen wir halt die ganzen Dollarzeichen. Das ist jetzt ein absoluter Bezug, der sich dann auch beim Kopieren nicht mehr ändert. Ich drücke jetzt mal Enter. Und wenn wir jetzt den gesamten Bereich über diesen kleinen Anfasser nach unten kopieren, dann haben wir die entsprechenden Zensuren. Also mit 18 Punkten halt eine 6. Das sind halt noch keine 40. Und dann haben wir hier nochmal 80, eine 2. Das passt auch. 19, wir können ja hier nochmal was ändern, damit wir auch ein anderes Ergebnis mal haben. Nehmen wir mal 45 und dann sehen wir, wird das entsprechend auch angepasst. Ich hoffe, das Tutorial war einigermaßen verständlich und vielleicht hat den einen oder anderen das Tutorial auch geholfen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Vielleicht sehe ich euch ja dann bei einem anderen Tutorial wieder. Bis dahin, ciao.